Alles in allem bleibt meines Erachtens festzuhalten, dass wir, glaube ich, kein wirkliches systemisches Event an dieser Stelle haben. Ich glaube auch nicht an ein Lehman Brothers Made in China. Der Grund ist relativ simpel. Die Schulden werden tendenziell eher von Chinesen gehalten, respektive von chinesischen Unternehmen. Wir haben nicht dieses massive Niveau an verdeckten Verbriefungen. Also sprich, bei Lehman Brothers war es ja so, dass vielen Investoren gar nicht klar war, wo sie überall Exposure, also Abhängigkeit zum US-Immobilienmarkt haben, weil das Ganze war sehr stark verpackt. Sie hatten ja quasi 1000 schlechte Kredite, die auf einmal ein AAA-Rating hatten. Also sie haben dementsprechend auch viel Kreditrisiko mit schlechten Kreditrisiken in der Finanz- und Hypothekenkrise in Strukturen gefunden, die sie eigentlich für sicher hielten. Und das ist natürlich aktuell nicht der Fall. Diese Verbriefungsthematik ist nicht vergleichbar. Noch dazu damals die Erwartungshaltung, dass natürlich die USA keine Bank pleite gehen lassen wird. Jetzt wird natürlich auch schon darüber diskutiert, lässt China vielleicht das Unternehmen pleite gehen und steigt nicht dementsprechend ein, weil man auch vielleicht die Spekulation im Immobilienmarkt etwas eindämmen möchte oder greifen sie doch ein? Also alles in allem, ich finde der Bezug zu Lehman Brothers, der passt fachlich nicht ganz, so zumindest meine Perspektive.